It's smaller than the living quarters up here, but we go there every now and then to eat, for example. But let's not go there, but up here. Come, Jacob. Ah, wir gehen jetzt einmal diesen Square entlang, also einmal diesen Abschnitt. Here you can find bathrooms. We also have two bathrooms downstairs. Not much else to see here. Let's continue. Ja, Sekunde. Headset-Kabel. Okay, gehen wir weiter. Oh, das ist ein kurzer Abschnitt. Aber gut. Wiss. Here we have rest of the patient rooms. Ah, okay, genau. Jetzt macht Sinn. And here is my office. Genau, weil wir jetzt im hinteren Abschnitt sind und so rum, müssen wir jetzt von rechts nach links. Ja, okay, doch. Das machte Sinn. I always keep my door locked when I'm not present, but if you see me through the window and I don't look too busy, you're welcome to talk to me. Alright, let's get back to your room. This way, Jacob. Okay, ich muss mich hier als nächstes umschauen, ich verstehe. Wir müssen jetzt hier die Rätsel lösen, denke ich mal, und wieder mit Leuten reden, ähnlich wie in dem Hotelabschnitt. I'm sorry, Jacob, I'm awfully busy now, so it was a pretty short tour. But feel free to look around and be sure to talk to other people. It is breakfast time. You should head downstairs. Once you're familiar with the places and people, come and talk to me and we can begin your very first hypnotherapy. Okay, thank you, Jacob. See you later, Alligator. Thanks, Mister. Ah, pardon me. Clifford Russell, at your service. Okay, thanks, Clifford. Okay, wir gehen jetzt erstmal speichern. Das ist das aller wichtigste für mich gerade. Und dann schauen wir mal. Ich würde sagen, wir gehen systematisch die Orte ab. Puh. Das heißt, einmal gespeichert, jawohl. Und dann fangen wir mal an bei unserem Raum. Also, beziehungsweise von unserem Raum aus gehen wir dann weiter die ganzen anderen Räume ab. So, das da ist Raum 6. Also jetzt hier Raum 5. It's locked, okay. Das macht es natürlich einfach. It's locked, Raum 4, okay. Die Haupthalle, wo Mark sitzt, die gehe ich als letztes ab. Hier ist es auch locked. Okay, das heißt, wir gehen nämlich jetzt hinten rum am Büro des Russell, oder an Russells Büro gehen wir jetzt vorbei. Sitzt Russell drin? Ich glaube schon. Mark's Room. Cool wooden cabinet, it's locked through. Oder through. Gut, einmal ein bisschen umschauen. Nothing I can use. Also, was ich vorhin überlegen wollte, ist, ich habe ein anderes Spiel gespielt, welches am Ende so eine bestimmte Thematik hatte. Und aufgrund dessen komme ich jetzt auf den Sinn, dass dieses Spiel vielleicht eine ähnliche Thematik hat. Dass wir vielleicht einen Koma-Patient, ich glaube, ich habe sogar die Vermutung schon mal in der vorherigen Aufnahmesession geäußert, ne? Dass wir vielleicht ein Koma-Patient sind. Ja, Raum ist verschlossen. Und Mr. L's Room. Und dass das hier quasi closes in Starfire, I don't need them. Dass dies unser Weg ist oder unser Versuch ist, aus diesem Koma zu erwachen. Und dass wir deshalb diese Albtraum-Szenarien dabei durchleben. Okay, hier geht's nicht weiter. Nothing here. Wir konnten zwar ein paar Räume durchsuchen, aber wirklich viel hat uns das nicht gebracht. Die Badezimmer. Das sieht tatsächlich aus wie ein Badezimmer. Waschbecken, Dusche. Wir können aber weder duschen. Wir können nicht mal auf Toilette. Immersion für Poppe. Für Poppe, genau, für Poppes. I'm not a lady. Naja, gut, im Hotel hatte ich das ja nicht viel gestört. Okay, das ist der Elevator, ne? Ich speichere jetzt nochmal. Ich bin eine Speicherhure, das haben wir schon thematisiert. Entschuldigung für meine Ausdrucksweise. Ich bin ja ein... There's a letter. I tried talking to him.
Nothing to worry about, he said, but I don't know. There's something going on, something is happening. That's all there is. Das habe ich ja schon mal erklärt. Ich bin ja ein leider Gottes höflicher Mensch. Das ist. It's locked, okay. Das ist zu meinem Leidwesen mir anerzogen worden. Und ja. It's empty. And since when did I start searching trash cans? So. Was ist das? Oh, das ist der Musikraum. Ah, okay, wir sind jetzt hier auf der Seite raus. Hier ist es locked. Wir können ja mal kurz mit Mark reden. Na, mein Guter. Hey, Mark was it? Hello, Jacob. Yeah, they call me Mark. Well, it's pretty quiet here. Yeah, I think people are having breakfast downstairs. It's getting more lively one. Once they are back up. I see. Ach, Nase juckt. Sorry to ask you, Jacob, but are you okay? You look a bit distracted. I'm fine, thanks. Just a bit tired. Yeah, that's why we are here. Hope that helps. I'm off to have a look around. Bye, Mark. Talk to you later, Jacob. Gut, 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 gut. Dann gehen wir hier nochmal rein. Können wir hier. Nee, können wir nicht. Klavier ist auch uninteressant. Ich gehe, glaube ich, gleich nach unten. Ich will diesen Doktor als letztes nehmen oder besuchen. Okay, genau. Das ist die Painting Therapy, die ist downstairs, die ist locked. Ah, okay, jetzt habe ich ein bisschen auch verstanden, wie das Ganze hier aufgebaut ist, strukturell. Das finde ich cool, dass man wirklich ein Gefühl auch für diesen Raum kriegt, für den Ort und wie die Räume so angelegt sind. Das gefällt mir. It's locked. It's empty. Okay. Ach, das war der Elevator. Alles klar. Hier haben wir auch wieder Toiletten, nur ohne Dusche diesmal. Na komm, geh raus. Okay, wir sind immer noch keine Lady. Oh, wow, no kidding. Was? Can't barely see my feet. Can't go any further, not even if I wanted to. Okay, gut, dann können wir im Moment nicht wirklich weit hier. Was haben wir denn hier? Patient Room, Mr. Dwight. Patient Room 2, Mr. Brad. Patient Room 3, Mr. Will, Mr. Dewey, Mr. Gerald, Mr. Jacob, Mr. Mark, Mr. Lorenzo, Mr. L. Einfach nur Mr. L. Oh, guck mal, ist das unsere More people, I better dive in and eat, I'm starving. Ist das unsere Lady? It's locked. Kann ich irgendwie mit denen reden? Hurt is where the foot is. Hey, guys. Hey! Do we know him, Brad? I don't think so, Gerald. I think introducing are in order. My name is Gerald, and this is Brad, my sidekick. Hey! Huh? Please forgive us for our nonsense, Mr. Jacob Reeves. Nice to meet you, Gerald. Brad. When did you arrive today? Sorry, this must be a poor first impression, but I'm not quite sure. I kind of woke up in this place. I haven't the faintest idea how I ended up in here. I'm sorry to hear that, Jacob. It's not so bad if you compare to the place I got here from. It's nothing. I must look like a mess. Sorry, guys. Don't worry, Jacob. We all have our demons. Besides, this place is great, but what it comes to resting. I hope so. I really want to get my issues sorted out. Don't worry. Have you met our shrink yet? Clifford? Yeah, he seems like a very nice guy. Indeed. And if there's a fix for you, he finds it.
Yeah, he's genius. Be sure to listen to what he says. We are in good hands. We really are. Just try to relax and rest. I sure will. Thanks, guys. No worries, Jacob. We are all friends here. I could use that now. Okay, I should eat while my porridge is still warm. Pills. Morning, here's your pill, Mr. L. Morning, Gerard. Morning, Brad. Morning, Jacob. We have not met before. My name is Jenny. I'm from the medical staff. How are you? Hi, Jenny. I'm better already. I'm glad to hear that. Here's your medicine. Huh? Mr. Russell asked me to give you this medicine. It should help you to relax. Oh, alright. Thank you. It was nice meeting you, Jacob. See you later. Good morning, Lorenzo. Here's your medicine. That should be all. Catch you gentlemen later. Bye, Jenny! Das ganz links ist Mr. L? Oh, okay. Okay, die anderen sind schon abgehauen. Wir haben länger gebraucht mit unserem Porridge. It was good. I should look around a bit more. Ich vermute mal, jetzt können wir auch die anderen Leute irgendwo unterwegs finden. Salad. Nein, more of a meat guy. Ich auch, Jacob. Okay, das hier ist immer noch verschlossen. Ah, guck mal. Ist das Mark? Hier draußen ist immer noch niemand, alles klar. Ich gehe nur mal kurz gucken. Okay, niemand in den Toiletten. Hey, Mark. Ah, Jacob, you had breakfast? I did. You must have met some people. Yeah, I talked to Gerald and Brad, and also Jenny. Gerald and Brad, no, they're so weird too. In a good way, they are nice folks. And everybody likes Jenny, of course. Yeah. Say, it's supposed to be morning. Why is it still so dark in here? It's almost always dark in this place. See, we are located pretty high and the place is covered with mist. So, Leute, ich muss mal einen kurzen Schluck trinken. Ich merke, meine Stimme, oder ich habe so einen ganz trockenen Mund. Das ist beim Vorlesen echt furchtbar. Ich hoffe mal, das hilft jetzt ein bisschen. Gott, ist mir immer noch so kalt, meine Finger. Aber es geht wieder. Seit der Terror nachgelassen hat, fängt das Blut wieder an, in die Fingerkuppen zu gleiten und sich nicht nur im Zentrum des Körpers zu sammeln. Scheiß Adrenalin. Schön für meine Ausdrucksweise, aber es ist ein Horrorspiel, ich darf fluchen. That mist filters most of the light, so we have to keep the lights on all day. And as if that would not be enough. The weather has been pretty awful. It is overcast and raining all the time. We have lots of power outages. You must have noticed all the flickering lights. Well, there you go. Ah, well, it makes a lot more sense now. Okay, I better get going now. Bye, Mark. Catch you later, Jacob. Oh, okay. Hier wird bestimmt irgendwann noch das Licht ausgehen und dann rennen hier die ganzen Gruselgestalten herum. Ich sehe es kommen, Leute. Ich sehe es kommen. Sekunde, wir wollen den Müll natürlich wieder durchsuchen. Okay. Man weiß ja nie, was man im Müll noch alles finden wird. Moment, hier war der Brief, ne? Ja, genau. Dann würde ich mal sagen, speichern wir natürlich wieder. Hier ist niemand. Vielleicht ist jemand im Musikraum. Oh! Das klingt tatsächlich, als wäre jemand im Musikraum. Okay, hier ist es immer noch locked. Dann gehen wir jetzt noch fix in den Musikraum. Oh! Hier sind ganz schön viele. Ich glaube, hier sind alle sogar. So ziemlich alle, ne? Ich möchte dazu sagen, was ich ja noch gar nicht thematisiert hatte, als ich diesem Viech voll reingerannt bin, da vorhin in dem anderen Abschnitt. Gott, hab ich mich erschrocken. Das war ganz schön heftig. Hey Jacob, a penny for your thoughts. Hey Jared, I've been thinking about things I've been through lately.
There are some things that just make absolutely no sense. I'm sure you'll figure them out. Thanks, Gerald. I really hope so. Alright, catch you later. Hm, hat er viel gebracht? Hi, Jenny. Good day to you, Jacob. How are you? Pretty good, thanks. Would you tell me about this place, Jenny? Sure. As you probably have noticed, we're located pretty high up. There's lots of mist outside and it drains the light, so it's usually pretty dim here. Yeah, Mark explains this to me. Oh, that's nice of him. We opened our doors around a year ago. This place used to be an old mining house a long time ago. So once they ceased their operations, their local bureaucracy stated this place as a listed building. Sorry, wenn ich nicht perfekt Englisch lese. Irgendwie fällt mir das gerade ein bisschen schwer, ne? Ich habe so kleine Verhaspler, vor allem wenn ich noch die Stimme verstelle, sind die Verhaspler immer ein bisschen doof. We were looking for a place to set up our treatment and the rest is history. Now the building is used again and in exchange we take good care of it. Great. With a quick look around it seems like a really nice place. Thank you, Jacob. Talk to you later, Jenny. Oh, was ich ja sagen muss, das ist beim... Ich weiß gar nicht, ob ich das bei jedem Spiel machen werde. Und ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch macht, weil ich jetzt schon so viele Folgen beisammen habe, es jetzt noch zu erwähnen. Ich mache es einfach mal, weil schaden kann es auch nicht. Ich werde, also dieses Spiel werde ich wahrscheinlich die ersten beiden Folgen im Abstand von einer Stunde raushauen. Bei den anderen Horrorspielen, da muss ich halt ein bisschen schauen, weil ich werde tatsächlich aufgrund der Fülle an Spielen irgendwann ab einem gewissen Punkt das Zeitfenster wirklich von, ich glaube, was? Ja, ich glaube ab 18 Uhr, glaube ich, von 18 bis 23 Uhr oder so werden lauter Let's Plays sein, Horror-Let's Plays. Wobei eins kommt tatsächlich erst um 23 Uhr und auch wirklich nur an allerletzten Tag, weil das so ein ganz, ganz kurzes Spiel ist. Und das heißt, die werden sich so im Stundeswechsel sein. Also ein Spiel um 18 Uhr, eins um 19 Uhr, eins um 20 Uhr, eins um 21 Uhr und bla bla bla. Weil sie sollen halt spät abends, wenn es schon ein bisschen so stimmungstechnisch passt, sein. Eigentlich müsste ich halt wirklich noch später anfangen, aber es ist halt ein bisschen problematisch, weil, also zum Beispiel dieses Spiel würde halt wirklich so irgendwann um 20 Uhr vielleicht mehr Sinn machen, aber ich glaube, das ist das Spiel, was am ersten anfängt. Also um 18 Uhr, weil es halt einfach nicht anders geht und die Folgen, die Doppelfolgen, werden deshalb irgendwann, also soweit es geht, werde ich die so im Abstand von einer Stunde machen, aber einige Doppelfolgen werden, also zum Beispiel, wenn jetzt ein Spiel um 20 Uhr schon läuft und ein neues Let's Play beginnt jetzt um 19 Uhr zum Beispiel, ne? Nur so als Beispiel. Dann wird dieses 19er, da wird nicht um 19 und um 20 Uhr eine Folge kommen, weil um 20 Uhr noch ein anderes Horror-Let's Play läuft, sondern da wird es dann schon nach einer halben Stunde, also so um 19.30 Uhr dann kommen. Also da muss ich halt, oder vielleicht mache ich es bei allen Horrorspielen so, dass die Doppelfolgen nicht innerhalb einer Stunde, sondern innerhalb einer halben Stunde kommen, damit man sich schon dran gewöhnt und ihr schon quasi bei diesem Spiel schon seht, dass es so ist. Viel Rumgelaber für wenig Sinn. Hey Brad, how's going? Hey Jacob! I'm alright, trying to relax and get my things straight. And yourself settled in yet? I am well. All the people seem nice, this place has certain vibe to it. Was, hä? For the first time in a long while I feel a bit better. Great to hear that, Jacob. Alright, talk to you later, Brad. Catch you later.